Oder dass ich nicht rausgeflogen bin in der Zeit. Wo mussten wir denn hin? In die Richtung. Puddingway! Ah, hi. Die beiden waren noch voller Energie, als sie losgezogen sind, um für unsere Reise ins Sternenmeer allerlei magische Tricks zu recherchieren. Aber wenn ich mit genauso viel Eifer auf die Suche nach Büchern losgezogen wäre, würde ich wohl jetzt direkt neben den beiden liegen. Wie oft habe ich schon dir und den beiden hinterhergeschaut, als ihr euch ins Abenteuer gestürzt habt. Immer stolz. Immer ein wenig neidisch und ja, manchmal auch mit Sorge. Ich denke immerzu daran, wie viel ihr und die anderen für das Glück und den Frieden der Welt aufgegeben habt. Aber was ist mit eurem Glück? Ich wünschte, dass auch ihr einfach mal die Freuden des Alltags oder wenigstens eine Nacht unbeschwerten Schlafs genießen könntet. Dass eure Herzen nicht im Rausch des Kampfes höher schlagen, sondern beim Erkunden exotischer Städte. Dass ihr endlich eine Heimat findet, in der keine Schlachten mehr geschlagen werden müssen. Dieses Leben hat noch so viel zu bieten. Ihr habt auch ein Recht, dieses Glück gemeinsam mit euren Freunden zu erfahren. Deshalb versprich mir, dass du niemals die Hoffnung auf dein eigenes Glück aufgeben wirst, egal wie steinig der Weg auch sein mag. Denn dieses Gefühl, dieser Wunsch, ist wohl das Erste, was wir im Angesicht einer großen Schlacht vergessen. Doch gleichzeitig ist es unsere größte Stärke in der Stunde der Not. Deshalb verliere nie, niemals die Hoffnung. Du denn hier? Morgen. Was? Wieso? Wie lange habe ich geschlafen? Offensichtlich nicht lang genug. Ihr habt wohl die ganze Bibliothek leer gelesen, was? Oh. Kann durchaus sein. Kein Wort. Wehe, du verrätst davon auch nur ein Sterbenswörtchen. Ich warne dich. Nö, nö. Nur wenn du versprichst, das nächste Mal in deinem eigenen Bett zu schlafen. Wer die Welt retten will, sollte besser gut erholen. Ja, das ist gut, Hybrid. Fällt mir auf. Was macht ihr beiden überhaupt hier? Ich war gerade auf dem Weg, um ein paar Bücher im Numenon zurückzugeben. Wer weiß,
weiß schließlich, wann ich das nächste Mal dazu komme. Und was ist mit dir? Das ist ein Geheimnis. Gut, haben wir die soweit auch schon? Dann einmal zum Hügel der Gestrandeten. Da muss ich auch einmal noch kurz reinspähen. Sächen, Elfino. Ist Tinian? Meine anderen Kluft. Oh, was machst du denn hier? Verstehe. Du machst dir Sorgen, dass bei uns wieder der Familiensegen schiefhängt, was? Keine Sorge. Hier ist alles in bester Ordnung. In den Briefen an meine Eltern habe ich mehr als einmal Estinien erwähnt. Naja, da wollte Mutter ihn unbedingt kennenlernen. Zum Glück konnten wir noch kurzfristig ein Treffen organisieren. Du hättest ruhig etwas früher auftauchen können. Kaffeekränzchen sind nicht wirklich mein Ding. Meins auch nicht. Also für meine Begriffe hast du dich verdammt gut geschlagen. Meine Mutter schien jedenfalls hellauf begeistert. Ja, mag sein. Ich bevorzuge ja immer noch die Ruhe einer kuganischen Schenke. Aber wenn mich die knauserige Kassenwartin des Bundes mit einem Mettkrug in der Hand erwischen würde, müsste ich mir sicher wieder irgendeinen Vortrag anhören. Da habe ich mich breitschlagen lassen. Entschuldige. Mir war nicht klar, dass dir das so ein Gräuel sein würde. Ich dachte nur, dass ich meiner Mutter den Wunsch erfülle, bevor wir losziehen. Natürlich will ich damit nicht sagen, dass wir von dieser Mission nicht zurückkehren werden. Aber man weiß es nicht. Und doch, wenn ich an die Apokalypse und unsere Mission denke, dann möchte ich wenigstens die Zeit nutzen, die mir bleibt. Das Ende ist nah, und das gilt für uns alle. Warum nicht die Stunden mit jenen teilen, die uns nahestehen? Und das haben wir auch getan. Außerdem hatte ich ohnehin nichts Besseres vor. Du und deine Mutter, euch verbindet eine besondere Wärme. Um ehrlich zu sein, hätte ich das in einem Haus eures Standes nicht erwartet. Es fühlte sich irgendwie vertraut an. Ich bin dankbar, dass ich daran teilhaben durfte. Also gut, genug geredet. Wollen wir dann? Einen Moment noch. Seit ich dieses Haus verließ, habe ich viele Fehler gemacht. Fehler, die sich vielleicht nie wieder gut machen lassen.
Heute stehe ich erneut kurz davor, mich auf eine Reise ins Ungewisse zu begeben. Aber dieses Mal weiß ich Freunde an meiner Seite. Ich danke euch. Das bedeutet mir mehr, als ich je zum Ausdruck bringen könnte. Oh je, hab ich vielleicht etwas zu dick aufgetragen? Ein bisschen. Nein, ich sollte dir danken. Ohne dich wäre ich heute wohl nicht mehr am Leben. Und die Macht Nidhoggs wäre vergangen, ohne etwas Gutes in der Welt zu bewirken. Danke. Wenn wir scheitern, reichen dir jene, die an deiner Seite stehen, ihre Hand. Das ist wohl die Stärke, die Heidelin meinte. Deshalb geben wir nicht auf. Wir kämpfen bis zum Schluss. Okay. Den gehen wir einmal ab. Willkommen zurück. Ich hoffe, du konntest dich noch einmal ordentlich durchatmen, ja? Die Zimmer sind gerade frisch gewischt, entstaubt und in einem tadellosen Zustand. Ich wünsche dir noch eine angenehme Ruhe. Morgen erwartet uns ein neuer Tag, den du dann hoffentlich erfrischen und im Besitz all deiner Kräfte angehen kannst. Warum solltest du dich auf diesen Kampf mit mir einlassen? Was hast du gehofft zu finden, als du mit mir damals die Klingen gekreuzt hast? Auftakt zum Finale. Finale! Okay.
Was ist da so Endspurt, ha? Ja gut, der Endspurt dauert ein bisschen. 13 Quests doch. Ungefähr. Wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Wie oft schon hat das Schicksal uns so wie heute zusammengeführt. Und wie oft schon haben wir uns gemeinsam beraten, um mit Herz und Verstand dem Feind die Stirn zu bieten. Mehr als wir zählen können, so viel steht fest. Die Zeiten des Sonnenwindes liegen lange zurück und wir sind weit gekommen. Damals hatten wir nicht den Hauch einer Ahnung, was unsere Reise uns bringen würde. Es dauerte nicht lange und unser Erfolg führte uns in den Sonnenstein. In seinen vertrauten Gemäuern hat uns so manches Trübsal ereilt. Gleichermaßen konnten wir dort allerdings auch große Triumphe feiern. Dabei war es nicht die einzige Station auf unserer langen Reise. Im Sonnenschnee von Camp Drachenkopf fanden wir genauso Unterschlupf wie im Anwesen der Fontons. Wir hatten immer Glück, dass wir auf unseren Reisen Leute getroffen haben, die uns freundlich gesonnen waren. Selbst den Kugane. Wer hätte gedacht, dass die Händler des Ostaldenath-Handelshauses zu unseren Verbündeten werden würden? Nicht zu vergessen die langen Tage im okularen Kristarium, wo wir allen Gefahren getrotzt und das schier Unmögliche möglich gemacht haben. Und so finden wir uns nun hier wieder, fest entschlossen, der ultimativen Herausforderung die Stirn zu bieten. Der Rat der Phönix hat soeben gemeldet, dass der Sprungantrieb installiert und die Arche zum Abflug bereit ist. Kann ich gleich machen. Wie lange brauchst du denn noch? Ich weiß nämlich nicht, wie lange die Szene geht. Ich hoffe jetzt nicht zu lange. Wenn die Szene zu lange geht, dann kannst du alleine. Ich würde dich da jetzt nicht dran aufhalten. Die Auserwählten vom Bund der Morgenröte seid die einzigen Passagiere und habt nur eine Mission. Okay, dann hoffe ich, dass es nicht zu lange geht. Wenn es natürlich länger geht, dann kannst du gerne auch allein weitermachen. Ich weiß noch nicht, ob ich in der Indie denn eine große... Aber ich kann dann gern mit. Gleich. Hoffe ich. Wir drücken einfach mal die Daumen. Meteon, die Brüderin der Apokalypse. Bist du irre? Zu machen und zu bezwingen. Ich skippe nicht. Nicht in Endwalker. Bevor ihr auf diese Mission aufbrecht, nicht beim ersten Mal zumindest. Der Philosophen darum gebeten, euch noch einmal im Labyrinthos zu sprechen. Man möchte sich vergewissern, dass keiner von euch Zweifel hegt. Das habe ich überhört. Berlin. Der Tragweite dieser Aufgabe bewusst sind. Wirklich. Ich glaube, das wird nicht nötig sein. Ich verstehe. Dann erlaubt mir, euch noch eines mit auf den Weg zu geben. Kriege red schneller. Bist du lahmarschig. Ihr müsst siegen. Nee, müssen muss ich nur aufs Klo. Und nicht mehr das. Ich könnte auch laufen lassen. Worte mögen für jeden von euch eine andere Tragweite, ein anderes Gewicht haben. Für den einen mag es bedeuten, den Weltuntergang abzuwenden. Ein anderer sehnt sich nach der sicheren Heimkehr. Und wieder ein anderer trägt vielleicht Motive in seinem Herzen, die nur er nachvollziehen kann. Aber ich vertraue jedem Einzelnen von euch. Ich weiß, dass ihr bereit seid, alles zu geben. Mhm.
Die Bewohner dieser Welt werden von der Hoffnung auf den Sieg geeint. Deshalb müsst ihr siegen. Jaha. Ich versuch's. Gehen wir. Hoi, Ryo! Ah, nee, für Ryo ging das, ne? No. Einen Moment. Die Ladders bleiben irgendwie immer zurück, ne? Bitte hol nicht wieder. Nicht holen. Keine traurige Tataru, bitte. Krila hat eigentlich schon alles gesagt. Aber als Rezeptionistin des Bundes möchte ich noch eine Bitte aussprechen. Kommt bitte alle wieder heil nach Hause. Wir versuchen's. Ist das nicht eigentlich diskriminierend, wenn die Ladas immer zurückbleiben müssen? Juhu, bin raus. Also, falls du noch nicht drin bist. Ich könnte jetzt. Rein theoretisch. Rein hypothetisch gesehen. Yep. Bereit. So bereit, wie es so sein kann. Ich habe Angst, wenn ich das lese. Ah ja, okay. Gut, dass ich es nicht gelesen habe. Oh, jetzt muss ich da wieder rein. Und wir haben wieder einen Reaper dabei. Ich will nicht. Doch, ich will, aber ich will nicht. Du bist gekommen. Sieh nur, meine Kinder. Welch ein schreckliches Los. Ich konnte es nicht übers Herz bringen, sie umzugreifen. Das Gute daran ist, kann ich die Inivins noch ein bisschen üben. Ich tatsächlich noch gar nicht so gut. Zumindest die Bosse. Ihr marschiert gen Norden.
Ich bin zwar wieder so ein bisschen abgelenkt von der Story. Muss ich gleich erstmal wieder überlegen. Wie ging der nochmal? Ich glaube, den zweiten habe ich ihn gekriegt, den zweiten Boss. Ah, das war das Ding. Ja. Wie ich erinnere mich. Schön. Wehe uns, welch unheilvolle Macht. Es wimmelt von Bestien. Nehmt euch in Acht.
Ich bin so grauenvoll. Das ist so grauenvoll, die Szene. Kleine Elefanten. Die armen kleinen Dickhäuter können doch nichts dafür. Das nicht mehr geklappt. Ich überlege tatsächlich gerade schon fieberhaft, wie der zweite Boss nochmal ging. Beim letzten weiß ich es definitiv nicht. Den habe ich bis jetzt noch nicht begriffen. Ich weiß, glaube ich, eigentlich gar nicht, dass es so schwer war. Glaube ich. Ich muss nur auf den Himmel achten. Das Viech. Oder war das... Nee, das war das Viech, glaube ich, wo ich gestorben bin. Ah, oder war das? Nee. Nee, doch, war das erste. Weiter habe ich überlebt. Irgendeinem unersichtlichen Grund. Ich weiß nicht, wie es jetzt so ziemlich geht. Musste man in die Bubble. Okay.
Okay, ich weiß, wann man in die Bubble muss. Du kleines, widerliches, ekelhaftes Ding. Tschüss. Schreckliche, grauenvolle Erinnerungen. Versteinert. Das erklärt's natürlich. Oh nö, da kommen ja noch mehr. Jetzt verdrängt. Ich hab's einfach nur verdrängt.
das ekelhafte Ding. Vermisst habe ich ihn nicht. Ja, Leute, die beiden machen Sporteinheiten. Sieht der nett aus? Ja, ne? Der will nur kuscheln. Der will nur kuscheln. Oh. So, ob ich dem Heiler schon was sagen soll? Der kann mich die ganze Zeit durchgehend heilen. Oder zumindest wiederbeleben, weil ich sterben werde. Oh, ich hasse das Ding. Ich hab's bis jetzt noch nicht begriffen. Also, wenn ich jetzt still bin, ne? Nicht wundern. Pure Konzentration. Okay, warte. Das heißt, ich muss hier bleiben. Glaube ich. Ja, okay. War schon mal richtig. Okay. Auf den Himmel achten. Auf den Himmel achten. Auf den Himmel achten. Warum kann ich nicht mehr die Flex holen? Meine Bahn von A nach B gelaufen. Ich steigere mich. Ich glaube, ich bin in dem Kampf. Okay. Das sterbe ich jetzt gleich. Hey, ist mal noch ein Druck bitte.
Oh, sehr schön. Oh, raus hier. Tschüss. Bye bye. Sehr gern, Hybrid. Ich hab ja gesagt, ich komm dann mit, wenn ich gerade da sein sollte. Mach das. Bis gleich. Gut. Dann mal weiter mit der Hauptstory. Die Zeit des Aufbruchs ist gekommen. Bitte gestatte mir noch ein paar Worte zum Abschied. Keine Angst, es wird keine langatmige Rede. Lediglich ein paar Worte der Weisheit, die einst der Gründer der Gelehrten Galuf Baldesion mal sagte. Wenn man einem schwierigen Kampf entgegensieht, wird man weder Hass noch Zorn hegen. Dann wird man die Kraft in sich finden, die man braucht, um zu siegen. Etwas frei zitiert zugegeben. Ich persönlich denke jedenfalls, man sollte den Freunden seine Freunde denken und seine Ideale festhalten. Das würde mir Mut machen. Von daher verliere ich nicht aus den Augen, für wen oder was du kämpfst. Dann wird dich auch am Rande des Universums ein Abenteuer warten, von dem du vielleicht noch deinen Enkeln erzählen wirst. Hm, vielleicht.